Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Ramona vom Bindstempeln und heute möchte ich gerne mit euch eine Stufenkarte basteln. Bevor es aber losgeht, noch eine kleine Info zu der aktuellen Aktion von Stamping Up, die schon angelaufen ist. Und zwar alle Newsletter-Abonnenten, die wissen schon Bescheid, ebenso alle Leute, die mir auf Instagram folgen, die wissen auch Bescheid. Nur hier habe ich es noch nicht erwähnt, und zwar sind die Bonustage zurück. Und was sind die Bonustage? Ganz einfach erklärt, also du kannst jetzt im kompletten Juli eine Bestellung aufgeben und pro 60 Euro Bestellwert bekommst du dann einen Gutschein in Höhe von 6 Euro. Also da ist dann vollkommen egal, ob du jetzt halt für 60 Euro, 100 Euro, 120, 180 Euro eine Bestellung aufgibst, du bekommst immer pro 60 Euro Bestellwert einen Gutschein in Höhe von 6 Euro. Das heißt, wenn du für 180 Euro bestellst, bekommst du dann drei Gutscheine à 6 Euro. Genau, da gibt es auch keine Obergrenze. Du kannst so oft bestellen, wie du möchtest. Du kannst auch nur eine Einmalbestellung machen. Du kannst auch mehrere Bestellungen machen. Was nur wichtig ist, dass du eine gültige E-Mail-Adresse angibst, denn da werden die Gutscheincodes dir zugesendet und die speicherst du dir dann am besten irgendwo ab oder fotografierst sie dann ab und diese kannst du dann im August einlösen. Ne? Da gehst du einfach auf den Online-Shop von Stamping Up und wenn du mehrere Gutscheincodes hast, dann gibst du den Code ein, machst ein Leerzeichen und gibst den nächsten Code ein. Und so kannst du dann quasi alle Codes auf einmal einlösen. Genau. Wenn du sagst, Mensch, ich habe aber jetzt erst dann im Juli bestellt, dann brauche ich nicht gleich wieder was im August, dann wäre mein Tipp, dann, dass du nicht so viel im Juli bestellst, hältst dir ein bisschen was zurück und holst dir dann quasi von den Gutscheinen dann den Rest im August. Oder was du auch machen kannst, wenn du jemanden kennst, der genauso gerne bastelt wie du und du ihm dann vielleicht auch was Kleines schenken möchtest, kannst du der Person dann quasi auch deine Gutscheincodes übergeben, verschenken, wie auch immer, denn diese Gutscheincodes sind auch übertragbar. Genau, so viel zu dem Thema Bonustage. Jetzt kommen wir aber zu unserem Bastelprojekt und zwar basteln wir heute eine Stufenkarte. Und wie du unschwer erkennen kannst, habe ich wieder das Produktpaket Ballons oder bezaubernde Ballons, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, ich blende es hier einmal ein, benutzt. Das ist ja einmal hier dieses schöne Stempelset, das hatte ich ja schon mal vorgestellt, ebenso die passenden Stanzformen dazu. Und die Stufenkarte ist, wie der Name schon sagt, wie so eine Stufe oder wie so eine Treppe auch aufgebaut. Und das hat quasi mehrere Lagen. Hier, das erste, kann man hier zum Beispiel dann aufklappen. Dann erscheint ein neues Bild. Und dann kann man das weiterklappen und dann kommt wieder ein Bild. Genau, so wäre dann die Stufenkarte aufgebaut. Man könnte sie dann auch hinstellen, wenn man das möchte. Das würde auch gehen. Das ist jetzt ein Prototyp. Ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, weil im Moment werden ganz viele Stufenkarten bei Instagram gezeigt. Und da wurde auch gezeigt, dass zum Beispiel auf der Rückseite man noch so einen Einstecker machen kann. Das habe ich jetzt hier versäumt. Das möchte ich aber gerne heute noch machen, dass man halt quasi so eine Karte hat, wo man noch ein paar Worte aufschreiben kann und dann hier so reinsteckt. Ne? Dass es dann quasi dann so aussieht. Genau. Und wie das Ganze nun funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Als erstes benötigst du ein Stückchen Farbkarton in Grundweiß in dem Maß 10,5 mal 29 cm und du brauchst den Papierschneider, denn wir müssen das ganze Stück falzen. Dafür legen wir es an der langen Seite an und falzen bei 2 cm. Dafür lege ich sie einmal an der rechten Seite an. Weil es einfach einfacher ist, hier mit der gesamten Länge das Ganze hier so anzulegen. Jetzt drehe ich das Ganze einmal, weil ich möchte hier weiter anlegen. Lege an bei 4 cm und falze. Dann geht es weiter bei 9 cm, bei 14 cm
und bei 21,5 cm. So, das war das ganze Falzen schon mal. Jetzt können wir die Linie nachziehen und da ist es so, dass wir die unterste Linie, also die erste Linie, wo wir gezogen haben, einmal knicken. Die nächste Linie geht in die entgegengesetzte Richtung. Dann die nächste wieder in die entgegengesetzte, also quasi wie so ein Fächer, müssen wir das Ganze jetzt einmal falzen. Wieder in die andere Richtung und die letzte auch wieder in die entgegengesetzte Richtung, so dass du dann hier drei solche Stufen bekommst und so sollte das Ganze dann aussehen. Also beide Enden sollten in dieselbe Richtung schauen. Genau, das ist der erste Teil der Karte. Jetzt machen wir die ganzen Aufleger. Für den größten Aufleger benötigst du ein Stückchen Farbkarton in Grundweiß in dem Maß 14,5 x 10,5 und du benötigst ein Stück Designerpapier in dem Maß 14 x 10 cm und die können wir uns auch schon mal zusammenkleben. Ich werde auch alle Maße in die Infobox schreiben bzw. auf meiner Homepage hinschreiben, dann kannst du jetzt hier auf Stopp drücken, dir erstmal alles zurechtschneiden und dann kannst du weiter mit basteln, wenn du das möchtest. Genau. So. Das ist die erste Karte. Die legen wir erstmal auf die Seite. Dann widmen wir uns der zweiten Karte. Da brauchst du ein Stück in dem Maß 9,5 x 12,5 als Farbkarton und dann nochmal ein Stück Designerpapier in dem Maß 9 x 12 cm, also das ist wieder einen halben Zentimeter kleiner wie der Farbkarton und auch die zwei Teile können wir uns einmal aufkleben. Und dann würde ich sagen, nehmen wir die erste Karte, die wir jetzt schon zusammengeklebt haben und diese Stückchen, denn diese Aufleger, die werden jetzt jeweils hier reingeklebt. Also einmal hier rein, also da ist, wo die größte Fläche ist quasi, wird es hier reingeklebt, also so. Die nächste Karte käme dann hierhin. So. Und dann wird hier vorne noch mal eine Karte aufgeklebt, aber da kommen wir ganz zum Schluss hin. Ich würde sagen, wir kleben jetzt erstmal diese Karte hier an und da ja hier auch so ein Einsteckfach sein soll, werde ich das jetzt hier nur einmal ganz am Rand nur kleben und hier soll der diese Einsteckkarte sein, das heißt, ich mache jetzt hier nur am Rand ein bisschen Kleber hin, hier unten an der Falzlinie und geht dann noch mal hoch und dann setze ich die Karte hier einmal auf. Schau, dass noch die Falzlinie noch zu sehen ist. Links und rechts ist es bündig. Das sollte also gut zuzumachen sein. Und dann kann man das Ganze einmal schon andrücken. So, dann sollte das Ganze so aussehen. Genau. Und jetzt hat man hier quasi wie so eine kleine Tasche und da kann man dann den Einleger reinmachen. Jetzt gucke ich gerade mal, ob der passt. Ja, und der passt wunderbar. Ich habe jetzt einen Einleger gemacht mit Farbkarton in Babyrosa. Und das hat das Grundmaß 8 x 11 cm. Und dann habe ich mir noch ein Stück Farbkarton in Grundweiß ausgeschnitten. Das hat das Maß 7,5 x 10,5 cm. Genau. Dann habe ich mir hier ein Loch reingemacht und habe dann dieses tolle Band genommen.
dieses Geschenkband in Kombi-Optik. Da habt ihr ja einmal dieses Babyrosa, die neue Farbe Zitronensorbet und die Azurblau ist es, glaube ich. Genau. Das ist da so ein Kombipack und das habe ich mir hier nochmal eingefädelt und das kommt dann später hier einmal rein. Mache ich aber später, ich lasse es erstmal noch einen Moment trocknen. Genau. So, jetzt widmen wir uns der zweiten Karte und ich hole dafür mal meine Karte her, denn ich habe ja hier bei der zweiten Karte einen Ausschnitt gemacht, damit man dann hier diese Ballons auf der dritten Karte sehen kann. Ich bin jetzt hergegangen, habe mir diese Karte, also es geht dann quasi hier weiter, hier und hier. Da wird es dann quasi hier so reingesetzt. Ja, so. Und die wird hier mittig ungefähr aufgesetzt. Und da habe ich mir eine kleine Markierung gemacht, bis wohin diese Treppe, sage ich mal, geht. Also ich habe jetzt gerade hier einen kleinen Strich und hier einen kleinen Strich gemacht. Ich zeige es mal von Namen. Also das Weiße quasi von diesem Grundweiß habe ich mir jetzt hier auf meiner Karte markiert, jeweils links und rechts. Da nehme ich mir ein Lineal und mache mir hier eine kleine Linie, eine dünne Linie, damit ich weiß, bis wohin das gehen darf. Denn die Luftballons, sie dürfen jetzt nicht über diese Linie kommen. Ansonsten würdest du dann dieses Papier hier sehen. Und das wollen wir nicht, deswegen diese Markierung. Und ich bin jetzt hergegangen und habe mir da die Stanzform rausgenommen. Und zwar einmal die hier und die. Ich mache das mal hier auf. Und die habe ich mir dann quasi hier so positioniert, den größten ungefähr hierhin. Den kleineren, den wollte ich dann so ein bisschen versetzt hier unten drunter haben. Und den wollte ich ungefähr hierhin haben. Da guckst du mal, wie dir das am besten gefällt. Und wenn du soweit weißt, wie es liegen soll, dann brauchen wir jetzt unsere Stanzmaschine. Und ich werde es jetzt so machen, dass ich erstmal nur den größten Luftballon ausstanze. Also die mache ich wieder weg. Da wollte ich den ja ungefähr hier hin haben. Und stanze einmal den Luftballon aus. Das war Nummer 1. Dann nehmen wir den nächsten. Den wollte ich jetzt hier hin haben und ich möchte ihn auch so ein bisschen überlappen. Deswegen lege ich den jetzt so hin, stanze auch den aus. Und zu guter Letzt noch den dritten. Der kommt einmal hier hin in etwa. So. Den einen Luftballon, den könnte man vielleicht noch weiter verwenden. Der ist ja noch heile. Die zwei, weil die ja jetzt halt so übereinander lagen, sind jetzt kaputt. Mit denen kann man jetzt nichts mehr anfangen. Die schmeiße ich weg. Und jetzt gucke ich gerade noch mal. Genau. Und wie habe ich es jetzt hier gemacht? Genau. Und jetzt werde ich noch mal diese drei Ballons ausstanzen, beziehungsweise das habe ich schon gemacht, und zwar im Farbkarton Grundweiß. Und jetzt kleben wir das Ganze einmal hier rein. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal eine Sektion und hier. Und hier wird es jetzt quasi draufgeklebt. Bevor wir das machen, werde ich mir noch meine Linie weg radieren, damit man die nicht mehr sieht. So,
Und da die Karte nicht ganz so breit ist wie diese Treppen, muss ich auch ein bisschen vom Rand wegbleiben. Das heißt, ich werde nur hier, ich bleibe jetzt hier ungefähr einen knappen Zentimeter vom Rand weg. Hier auch. Und hier kann ich überall Kleber hinmachen. Und dann gucke ich, dass das wieder mittig sitzt. Dass das gut zum Hochklappen geht. Und drücke das einmal feste an. So. Jetzt werden wir die Ballons einmal stempeln. Dafür lege ich das erstmal auf die Seite. Und zwar, da habe ich drei Farben mir ausgesucht. Einmal Babyrosa, Zitronenparfait und einmal Jade. Und den großen, den möchte ich mit Zitronenparfait stempeln. Und zwar habe ich mir diesen Stempel hier ausgesucht. Also diesen hier. Und da stempel ich jetzt hier einmal drüber. Der ist jetzt zwar etwas größer, das macht aber gar nichts. Da stempel ich jetzt einmal hier so drauf. So. Genau. Und dann sind wir mit der Farbe schon fertig. Dann nehme ich mir den nächsten Stempel. Da habe ich jetzt den mittelgroßen Stempel genommen. Wo ist er denn? Also den hier, den möchte ich gerne mit Babyrosa stempeln. Und den stempel ich jetzt hier einmal rein. So. Und den letzten stempel ich dann mit Jade. Diesen kleinen hier. Nicht richtig sehen, weil da die Kamera hängt. Ich hoffe, ich bin halbwegs in der Mitte. Oh, das war daneben. Den mache ich noch mal geschwind neu. Ja, ich habe jetzt den in Jade noch mal gestempelt, dass er schön in der Mitte ist. Der in Rosa, da hat es nicht zu 100% geklappt, aber ist trotzdem noch okay für mich. Den kann ich ja dann so ein bisschen drunter setzen vielleicht, dann sieht man das gar nicht mehr. Und jetzt machen wir gerade noch den Spruch drauf. Dafür nehme ich jetzt Memento und den Spruch "Hoch sollst du leben". Den mache ich jetzt einmal in den großen Ballon rein. So, dann nehme ich den Spruch "Alles Liebe". Der kommt in den mittelgroßen Ballon. So, dann wären wir mit dem auch schon wieder fertig. Und jetzt können wir das alles zusammenkleben. Und zwar nehme ich jetzt für den großen Ballon ein Dimensional. Mach mir da zwei Dimensionals hinten drauf. Dann lege ich diese Karte einmal richtig gut nach unten. Und jetzt kann ich den positionieren, indem ich den jetzt hier in meine Aussparung einmal einklebe. So. Der kommt hier hin, das heißt, den möchte ich unten drunter machen. Daher mache ich hier einmal Kleber drauf. Mache das so nach unten. Klebt den da rein. Und dasselbe mache ich auch mit dem grünen Ballon, also in Jade. Und den schiebe ich auch unter den großen Ballon und klebe den hier einmal hin. Genau. Wenn du natürlich auf den ersten Ballon keine Dimensionals machst, dann würde ich erst die zwei äußeren Ballons aufkleben und dann den großen Ballon. Gut, das war das erste. Jetzt habe ich mir einmal diese drei Fähnchen ausgestanzt.
Ne, das war ja einmal dieses ähnliche, das sieht ja so ähnlich aus. Diese Stanzform hier. Und zwar habe ich da dieselben Farben genommen, wie ich jetzt schon in den Ballons genommen habe. Und die werde ich mir da jetzt einmal hinkleben. Dann nehme ich einfach nur Flüssigkleber. Sofern er denn geht. Mache ein bisschen Kleber hinten drauf. Und setze das einmal hier an. So, und dann hätten wir schon mal diese Seite fertig. Da fehlt jetzt noch ein bisschen was, nämlich einmal die Schnüre und noch den Spruch. Da nehme ich auch wieder Memento und stampfe mir jetzt hier noch diese Schnur dran. Da versuche ich unter den Luftballon zu gehen. Das geht ein bisschen schwer. Oh, jetzt habe ich natürlich gesaut. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. So, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Also einfach nur stempeln wäre besser gewesen. Als nächstes benötigst du ein Stückchen Farbkarton in Grundweiß. Ich habe jetzt genommen 8 cm mal 2 cm und da möchte ich mir jetzt deinen Spruch herzlichen Glückwunsch aufstempeln. Das mache ich ebenfalls mit Memento. So. Den stempel ich jetzt hier einmal mittig auf. Und dann werde ich mir ebenfalls mit der Menschennails einmal aufkleben. Da mache ich mir 3 Stück hin. Überlege ich, ob ich das hier hinklebe, weil ich ja jetzt hier ein bisschen gesaut habe, oder lieber hier hin. Na, da oben geht es nicht. Also ich muss das da unten hin machen. Aber ihr wisst ja, wie es gemeint ist. So. Genau. Dann hätten wir die erste und die zwei, also die zweite und die dritte Seite fertig. Jetzt fehlt nur noch die erste Seite. Und da habe ich mir auch schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar benötigst du ein Stück Farbkarton in dem Maß 8,5 mal 10,5. Ich gucke jetzt gerade mal, dass das auch stimmt. Ja, 8,5 mal 10,5. Dann habe ich mir mit der Stanzform hier, mit der hier, auch in diesen 3 Farben, also Zitronenparfait, Babyrosa und Jade, jeweils mit der Stanze das ausgestanzt. Da habe ich mir einfach einen kleinen Streifen genommen, 4 cm mal 8, mal 8,5 habe ich genommen, habe mir die dann hier einmal so aufgelegt und durchgekurbelt. Und je nachdem, wie viel du halt machen willst, machst du das dann. Ich habe jetzt mit 3 Stücken gemacht und damit die Fransen unten auch offen sind, gehe ich jetzt her und schneide hier einfach ein Stückchen wieder weg. So, dass das Ganze dann so aussieht. Also die sind jetzt hier offen quasi, ne? Das mache ich auch mit dem Stück. Und mit dem letzten auch noch. So. Dann habe ich mir auch noch mal die Luftballons in diesen 3 Farben ausgestanzt und auch noch einen Spruch aufgestempelt und ausgestanzt. Der stammt allerdings aus einem anderen Stempelset. Da kannst du aber natürlich auch noch mal hier herzlichen Glückwunsch nehmen oder halt irgendeinen Spruch, der dir gefällt.
Genau. Und diese Karte, die wird jetzt hier auf dieses untere Stück geklebt, also auf dieses kürzeste. Hier vorne dran. Ja. Auch wieder unten bündig und mittig. Und das machen wir allerdings jetzt noch nicht. Wir legen die jetzt nur mal so auf und drücken die Karte einmal nach unten. Denn wir müssen uns jetzt erst noch Markierungen machen. Da der Luftballons an der zweiten Karte ja hier oben rausschaut, habe ich mir überlegt, dass wir den großen auch wieder hier oben drüber machen. Der muss jetzt nicht genau passend sein, der kann auch ruhig überstehen. Und da lege ich ihn jetzt in etwa hin und mache mir unten, wo die Luft reinkommt vom Ballon, eine kleine Markierung. Dann positioniere ich mir noch die anderen Ballons. Der könnte jetzt zum Beispiel hier sein. Auch hier mache ich mir eine Markierung. Und den letzten, den könnten wir jetzt vielleicht so wieder hinmachen. Und dann mache ich mir auch eine Markierung. Denn jetzt werde ich erst die Schnüre aufstempeln. Dann nehme ich wieder Memento und mache jetzt von jeder Markierung quasi eine Schnur. Ich drehe auch mal den Stempel. Gehe auch ein bisschen höher, wie meine Markierung ist, um auf Nummer sicher zu gehen. So, und jetzt können wir diese drei Teile hier aufkleben. Ich fange jetzt mit dem gelben zuerst an. Mache jetzt hier oben ein bisschen Kleber hin und klebe mir das hier unten bündig an. So. Dann nehme ich das nächste Stück. Mache mir wieder Kleber hin und setze es oben drüber, ungefähr einen halben Zentimeter höher, wie das in Zitronenparfait ist. So in etwa. Und dann zum Schluss noch das dritte. Das kommt dann hier hin. So. Und dann nehmen wir uns die Karte. Und jetzt können wir das Ganze auch einmal hier aufkleben. Da bleibe ich wieder vom Rand weg. So 1,5 cm. Mach nur hier Kleber hin. Beziehungsweise ich habe hier noch meine Bleistiftmarkierungen, die müssen noch weggeradiert werden natürlich. So. Und dann kann die Karte hier aufgesetzt werden. Schön mittig wieder und unten bündig. Und einmal festdrücken. So, und hier gehe ich genauso vor wie bei der zweiten Karte auch. Ich nehme wieder für den größten Luftballon ein Dimensional, mache den jetzt aber nur hier unten hin, nur in diesem Bereich, hier oben nicht. Und drücke die Karte quasi hier wieder runter und setze mir den jetzt hier oben an, so dass es quasi das Stück hier oben verdeckt. Ja. Also wie gesagt, das muss nicht innen drin liegen, das kann ruhig etwas drüber gehen. Das ist sogar besser, weil dann bleibt es nicht irgendwie hängen oder so. Und dann kann man den nächsten nehmen und auch den aufkleben. Der kommt hier hin. Und der kleine. Der kommt hier hin.
So. Dann noch den Spruch drauf machen, ebenfalls wieder mit Dimensionals. Und den setze ich jetzt hier einmal mittig hin. So. Genau, und dann wäre die Karte fertig. Also einmal die erste Karte, man macht auf, dann bekommt man diese Karte zu sehen und dann macht man weiter und dann bekommt man diese Karte zu sehen. Und zum Schluss kann man dann hier noch den Einstecker reinmachen, das müsste jetzt mittlerweile auch getrocknet sein. Ich mache es jetzt ein bisschen höher, damit hier dieses Band noch so ein bisschen zu sehen ist, ne, damit man weiß, okay, hier ist noch was zum Ziehen. Genau. Und jetzt habe ich noch eine andere Variante gebastelt, nämlich mit dem Stempelset Bummelzeit. Die wollte ich euch auch noch zeigen. Und zwar diese hier. Da habe ich das Designerpapier, dieses Haus einmal ausgeschnitten mit der Schere. Habe hier auch das vom Designerpapier ausgeschnitten. Das habe ich ausgestanzt. Dann als nächste Lage wieder, was ich ausgeschnitten hatte, aus dem Papier. Und dann als letztes kommt dann das zum Vorschein, wo dann steht Gutschein zum Shoppen. Genau, das wäre so eine weitere Variante von dieser Stufenkarte. Und ja, ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Wenn ja, lass mir gerne einen Daumen nach oben da oder abonniere mich, falls du das noch nicht gemacht hast. Melde dich auch gerne beim Newsletter an, damit du so Aktionen wie die Bonustage nicht mehr verpasst. Und ich wünsche dir nun viel Spaß beim Nachbasteln und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Mona.